Fitnessfreunde, ich bin Oskar und ich werde heute dieses leckere Essen mit euch zusammen kochen. Falls ihr es gerne nachkochen möchtet, dann bleibt dran. Wir haben hier leckeren Lachs mit Nudeln und einer Sahnesoße. Das Ganze ist kalorienarm für die Diät und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Was wir brauchen, ist einmal Seelachsfilet, den müsst ihr zunächst auftauen lassen. Dann brauchen wir saure Sahne, ein Becher 100 Gramm Milch, 100 Gramm Orangensaft und 10 Gramm Olivenöl, einen halben Bund Dill, 4 Schalotten, eine ganze Packung Nudeln, Pfeffer, Salz und Kurkuma als Gewürze. Wenn ihr das alles nicht zur Verfügung haben solltet, geht das auch einfacher. Da könnt ihr das hier weglassen, anstatt Schalotten könnt ihr auch Zwiebeln nehmen und den Orangensaft könnt ihr wahlweise natürlich auch weglassen. Weiter gehen wir so vor, indem wir den Lachs erstmal waschen und dann in Würfel schneiden, den Dill einfach klein hacken und die Schalotten könnt ihr auch in Würfel schneiden, aber ich mag die ein bisschen größer, deshalb habe ich die in Ringe geschnitten. Wir werden hier ein Essen für 4 Personen zubereiten und zuerst müssen die Nudeln natürlich gekocht werden. Und zwar in Salzwasser. Die Nudeln sind jetzt fertig und können hier abgegossen werden. Die Pasta dürft ihr nicht zu lange kochen, das heißt, ihr müsst zwischendurch immer mal probieren, sodass sie nicht zu weich werden, sondern genau al dente sind. Und wenn sie abgetropft sind, kommen sie wieder in den Topf. Allerdings nicht auf die heiße Stufe, sondern einfach nur zurück in den Topf. Jetzt können wir mit dem Lachs und mit der Soße beginnen. Auf die heißeste Stufe wird die Pfanne eingestellt und das Olivenöl kommt herein. Wenn das Öl heiß ist, kommen die Schalotten bzw. die Zwiebeln herein und werden kurz angebraten. Anschließend geben wir die Sahne die Milch und den Orangensaft hinzu und verrühren diese Zutaten miteinander. Sobald das Ganze anfängt zu kochen, kommt der Lachs herein und wird ungefähr 5 Minuten in der Soße gegart, bis er schön rosa ist. Anschließend kommt ungefähr ein halber Teelöffel Kurkuma in die Soße, etwas Pfeffer und Salz. Mit diesen Zutaten wird die Soße abgeschmeckt. Durch das Kurkuma ist die Soße natürlich gelblich geworden. Zum Schluss kann auch der Dill herein. Anschließend kommt die Soße mit dem Lachs in die Nudeln und wird mit ihnen verrührt. Und voilà, fertig ist das Essen. Wir haben hier ungefähr ein halbes Kilo. Und die Nährwerte werde ich euch einblenden. Jedenfalls schmeckt es und ich kann es einfach nur sagen, es schmeckt überragend. Es sieht nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch so. Hier die Nährwerte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Schaltet wieder ein, wenn ihr noch mehr Kochvideos wollt. Haut rein, euer Fitness-Oskar.